Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch eine einfache Art, wie ihr Handlettering für eine einfache Druckschrift üben könnt, auch wenn ihr sowas bisher vielleicht noch nicht gemacht habt. Ihr braucht dazu nur einfachste Mittel, nämlich ein liniertes Blatt Papier und einen schwarzen Filzstift, ich würde sagen so mitteldick, also kein Feinliner, weil das jetzt auch ein bisschen größer ist, einmal zum Üben. Und zwar machen wir auch noch Varianten davon, aber als erstes fasst ihr euch mal zwei Linien auf dem Blatt Papier mit einer Klammer sozusagen zusammen, weil das wird dann werden eure Linien, wo ihr sozusagen in zwei Linien schreibt statt in einer. Also klassisch würde man eigentlich sogar drei machen, aber ich wollte das jetzt hier nicht zu verwirrend machen. Und zwar für eine ganz einfache Druckschrift schreibt ihr einmal das Alphabet durch mit ganz geraden Strichen. Also nichts Besonderes, ganz gerade. Und der Trick bei so etwas ist, nicht zu schnell sein, schön langsam schreiben. So, und ihr seht schon, bei dem B der Bauch und bei dem A der Querstrich, die sind genau hier auf der Mittellinie. Na, und dadurch bekommt ihr so sehr konforme Buchstaben. Wenn ihr so etwas nicht gewohnt seid, dann könnt ihr euch das einfach mit einem dünnen, runden Bleistift vorzeichnen. Rund, damit ihr den nachher schön wieder wegradieren könnt. Und da habt ihr ein Gerüst, an dem ihr euch immer langhangeln könnt für die Buchstaben. Ich schreibe das so frei aus der Hand, ja, weil ich sowas schon ewig mache. Ihr bekommt Übung. Es ist wirklich ganz viel Übung. So, und jetzt seht ihr, na, ich setze die Linien senkrecht. Alles, was senkrecht geht, ist senkrecht. Und alle waagerechten Linien orientieren sich an den Linien. Das J, seht ihr, das geht jetzt einmal noch nach unten. Dafür wäre sonst noch eine dritte Linie ganz gut. Aber das habe ich jetzt einfach mal so freihand gemacht. So, und die Linien vom K, die treffen sich auch wieder da. Und so geht es quasi das gesamte Alphabet einfach durch. Den Rest habe ich mir jetzt hier einmal gespart. Hätte ich vielleicht auch noch mal mit euch durchschreiben sollen. Das hier ist jetzt sozusagen eine ganz einfache Geschichte. Und als Variante dazu habe ich jetzt eine Schrift, die ihr vielleicht von meiner letzten Karte her kennt. Vielleicht seid ihr aufgrund des Videos hier. Und zwar ist das sozusagen eine kleine Ausschmückung davon. Dadurch bekommt diese Schrift gleich eine ganz andere, eine sehr besondere Note. Und zwar nehmt ihr immer eine Senkrechte des Buchstabens. Also wenn er mehrere hat, dann nur die erste Senkrechte und die zieht ihr doppelt nach. Also beim A das erste Bein, beim B die Senkrechte, das C habe ich jetzt mal ausgelassen, weil das ist ja ein runder Buchstabe und kein gerader. Und alles schön senkrecht und da kommen dann die waagerechten dran. So, und weil ja unten dann sozusagen der Buchstabe offen ist, male ich dem immer noch ein kleines Füßchen dran. Ich habe es immer noch nicht nachgelesen. Ich glaube, die heißen Kapitelchen. Schreibt mir mal einer, wenn ihr es genau wisst, ob das wirklich so heißt oder ob das eigentlich was ganz anderes ist. Genau, und das mache ich halt. Dann hat der Buchstabe einen Abschluss und keine offene Kante. Man könnte den natürlich auch mit offener Kante schreiben. Na, dann bekommt der so eine andere Anmutung. Ne? Das ist ja alles möglich. Das kann man sich ja quasi ausdenken und selber eben als Schrift verwenden. Das ist ja total legitim. Da seid ihr ja nicht begrenzt. Ne? Da gibt es ja keine Regeln. Schön ist, was euch gefällt. So. Und jetzt die runden Buchstaben.
Da habe ich mir mein C gemalt und da gibt es dann auch einfach wieder sozusagen an der hinteren Rundung, da, wenn man sich das eckig denken würde, ne, gibt es noch einen weiteren Strich nach unten. Genauso beim G, das ist ja quasi ein abgewandeltes C, ne? Das basiert ja alles auf einer Rundung. So, das J ist ja eigentlich auch gerade. Da zieht man dann eben auch die Senkrechte bis zur Rundung unten nach. So, und jetzt zeichne ich mich hier einzeln durchs Alphabet. Denn es ist wirklich mehr ein Zeichnen als ein Schreiben. Das ist eigentlich der ganze Trick dabei. Na, und das P endet auch wieder auf halber Höhe, genau auf der Linie. Das Q ist wie das O, das R ist wie das P. Und schwieriger wird jetzt das S. Das hat halt zwei Rundungen. Seht ihr, das ist bei mir jetzt auch nicht so ganz symmetrisch geworden, aber oben kann es eigentlich die Rundung sogar ein bisschen kleiner sein. So, und genau so geht es beim U. Und jetzt fragt mich nicht, warum ich hier diesen doppelten Strich ans hintere Ende gemacht habe. Ist total unlogisch, fällt mir jetzt auch erst beim nachträglich Besprechen hier auf. Das habe ich aus dem Bauch raus gemacht. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Rein von der Logik her hätte ich den Strich ja auch an die vordere Kante setzen müssen. Nun gut. Müsste ich noch mal nachgucken, wie andere Leute das in irgendwelchen Vorlagen lösen. Ja, kann ich euch jetzt auch nichts zu sagen. Wie gesagt, ich schreibe das so aus dem Bauch raus. Guckt mal hier. Und das W, das geht dann von unten kommt auch bis zur Mittellinie. Das könntet ihr aber auch ganz bis hoch zeichnen. Ne? Dann sieht der Buchstabe einfach anders aus. Jetzt probiere ich hier gerade mal ein X. Ah, guck mal, und da ist das irgendwie so ein bisschen nach unten verrutscht. Das sieht ulkig aus, ne? Also da habe ich sozusagen den Mittelpunkt nicht ganz getroffen, da wo sich die Linien kreuzen. Guck mal, das ist einfacher, wenn man von der Mitte kommt. Ist vielleicht auch ein bisschen breit geworden, das X, aber so ist es nun mal, ne? Wenn man sich das nicht vorzeichnet. Ich zeichne es mir tatsächlich solche Sachen fast immer vor. Also wenn es jetzt sozusagen wirklich vorne auf einer großen Karte das Hauptaugenmerk ist, auch das mache ich manchmal, dann zeichne ich mir das immer mit Bleistift vor. Und ja, guckt mal hier, das Y, ne, das eine, das sah irgendwie verunglückt aus. Also ja, das habe ich dann auch von hinten genommen, sozusagen na, ihr seht ja, wie ich das andere gemacht habe, das war jetzt irgendwie ulkig. So, jetzt machen wir hier noch das Restalphabet, dann ist es da einmal komplett. Da habt ihr euch das dann einmal hier komplett zum Angucken. Und das ist wirklich kein Hexenwerk. Schön langsam in aller Ruhe durchzeichnen. Und wenn euch das die ersten zwei Male nicht gelingt, völlig egal. Macht einfach weiter. Ich habe da auch ewig dran rum gepuzzelt, irgendwie einfach, weil ich Lust dazu hatte. Und es geht aber am Ende schneller, als man denkt. So, jetzt zeige ich euch eine weitere Variante, um das Ganze nochmal vielleicht die Schrift ein bisschen zu verändern, vielleicht interessanter zu machen. Und zwar kann man jetzt diese Mittellinie, die da ist, leicht versetzen zum. Ach nein, guckt mal hier. Erstmal mache ich hier was anderes. Guckt mal. Hier, man kann nämlich diese Zwischenräume noch verzieren. Seht ihr? Und da mache ich jetzt einfach kleine waagerechte Striche rein. Ne, da könnt ihr euch auch ausdenken, was ihr wollt, aber durch sowas könnt ihr dann so einer Schrift nochmal einen anderen Charakter verleihen, einfach, dass sie nochmal anders aussieht. Und irgendwie interessanter. So, das können jetzt solche kleinen Striche sein, das könnten aber vielleicht auch kleine Punkte sein. Ne, hier male ich jetzt mal so Kulla rein. Also auch nichts Schwieriges, nichts Aufregendes, sondern ja,
Das sind am Ende Kleinigkeiten, die das aber vorher sah das ja irgendwie sehr oldschool streng aus, ne? Und damit kriegt das jetzt irgendwie nochmal so einen anderen Charakter oder man macht hier in der Mitte einfach nur einen Punkt hin, könnte vielleicht auch in einer anderen Farbe sein. Oder ihr könntet euch hier den Zwischenraum auch einfach farbig anlegen, ne? Einmal mit einem Stift rein, ist es bunt, sieht es wieder anders aus, ne? Also da habt ihr auch innerhalb dieser einen Schrift verschiedene Möglichkeiten, das nochmal anders aussehen zu lassen. So, und jetzt aber. Jetzt habe ich nämlich noch einmal gezeigt, dass ihr genau diese Schrift, dass ihr die nochmal ein wenig anders aussehen lassen könnt, egal ob ihr sie jetzt mit doppeltem Bein schreibt oder nicht, also so wie die erste oder wie die zweite. Und zwar versetzt ihr da diese Mittellinie einfach ein Stück nach unten. Quatsch, nach oben. Ihr könntet sie auch nach unten versetzen, dann sieht es nochmal wieder ganz anders aus. So, und da nehmt ihr euch nämlich jetzt einfach ein Lineal, weil das ist dann jetzt frei aus der Hand doch schwierig zu machen. Ne? Und da zeichnet ihr euch einfach eine Hilfslinie über eurer Mittellinie ein. Also die würde ich jetzt so, ja, ruhig nur 1, 2 Millimeter verrutschen. Na, guckt mal hier mit dem ollen Metalllineal ging das dann doch nicht so gut. Ein durchsichtiges Geodreieck war dann an dieser Stelle doch deutlich hilfreicher. Nochmal nachkorrigieren. So. Also da kommt es jetzt nicht auf Schönheit dran, das ist ja hier ein Übungszettel. Ne? Also das ist einfach mal, um es mal auszuprobieren. So, und da malt ihr jetzt auch wieder eure Beinchen. So, und jetzt, wenn es an den Querstrich geht, der kommt dann auf eure neu gemalte Linie. Dadurch rutscht das so ein Tickchen nach oben. Und gerade bei den runden Buchstaben oder auch bei den Es und Fs und Hs und so, ne, da seht ihr, das bekommt nachher eine ganz andere Anmutung. Das hat sowas, also ich finde das immer ein Stückchen eleganter. Und ja, das ist ein ganz einfaches Mittel, mit dem man den gleichen Buchstaben einfach noch mal ein bisschen anders aussehen lässt. Guckt mal hier das E, da rutscht dann dieser Strich nach oben. Und ja, das bekommt einfach noch mal so ein bisschen so einen anderen Charme. Ne, und wenn ihr das jetzt zum Beispiel nach unten verschoben hättet, könnt ihr euch vorstellen, beim A, dann wäre dieser Strich viel breiter. Ne? Das sieht dann auch gleich wieder ganz anders aus. Also mit so einem einfachen Hilfsmittel könnt ihr die Anmutung der Buchstaben variieren. Und auch da könnt ihr, wenn ihr sowas schreibt, könnt ihr euch ruhig Hilfslinien zeichnen. Wie gesagt, das mache ich auch sehr oft. Also manchmal mache ich mir auch keine Hilfslinien mehr, aber ich schreibe mir alles in Bleistift vor, um es dann hinterher überzumalen mit meinem wie auch immer gearteten Marker oder Filzstift oder Fineliner. Und ja, jetzt zähle ich hier gerade ab, welche Buchstaben mir denn noch so fehlen. Und ja, guckt mal hier bei dem M verschiebt sich das jetzt auch ein bisschen, aber ich habe das M ja vorher auch schon bis zur Mittellinie gemacht. Also so ein M könnte man sonst natürlich auch bis ganz runter machen, aber das ist dann immer dem eigenen Geschmack überlassen. Also ich weiß nicht, vielleicht wie ihr sonst so im Alltag schreibt, wie eure Alltagsschrift ist. Also ich habe auch so eine annähernde Druckschrift, obwohl na, auch nicht immer. Aber ich habe früher sehr viel in so einer druckschriftartigen Schrift geschrieben und von daher hatte ich da eine gewisse Übung. Aber das ist eben auch so für so Kleinteile bei Karten tatsächlich ganz schön. Oder naja, also ich weiß ja nicht, ob ihr so
vielleicht irgendwelche Kalender oder Planner gestaltet. Also sowas, da muss ich dann sagen, da strecke ich die Waffen. Das ist mir dann am Ende zu aufwendig. Also das, sowas, so ein Kalender, das muss für mich praktisch sein. Ne? Ich mache mir ein Kästchen, da kommt das Datum für einen Tag rein und gut ist gewesen. So, ne? Guckt mal hier, also das S, das hat mir hier auch übrigens nicht gefallen. Das habe ich hier gerade nochmal geschrieben. Das ist jetzt auch sehr eng. Also bei dieser Schrift, wenn das so nach oben rutscht, ich glaube, da werde ich automatisch auch immer so ein bisschen enger, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass das so eine schlanke Geschichte ist. Also auch klar, in der Breite der Buchstaben kann man ja auch noch spielen und so. Aber ich habe jetzt hier halt eigentlich erstmal nur die Höhe verändert. Naja, also wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob ihr selber so Planner oder Kalenderleute seid. Ja, da bin ich eher der pragmatische Typ. Da muss ein Datum stehen und dann war es das. Genau. So, und das ist auch schon die ganze Idee hinter dieser Schrift. Wie gesagt, vielleicht habt ihr ja das Video mit meiner Tattoo-Style-Karte gesehen und seid so darauf gekommen. Das ist genau die Schrift, die ich da verwendet habe. Na, guckt mal hier bei dem Z. Ich mache eigentlich nie einen Strich beim Z und da seht ihr auch warum. Also ich mag das irgendwie nicht leiden. Aber auch das sind ja komplette Geschmacksfragen. Ne? Also auf jeden Fall habt ihr jetzt das hier ist dieses Tattoo-Banner, was ich da für diese Karten gemacht habe. Na, guckt mal hier. Einmal habe ich hier sowas gemacht und das hier, ich hatte sie hier gerade noch liegen auf dem Schreibtisch. Dafür habe ich das jetzt verwendet, aber das ist eben eine totale Basic-Schrift eigentlich, die man für alles Mögliche verwenden kann, die nicht besonders schwierig ist und ja, für so kleine Sachen sind es ja auch eben abzählbar viele Buchstaben. Und das ist dann doch mal ganz flink gemacht. Und hier seht ihr das R hinten bei mir, bei diesem für immer, ne? Das hat so einen Schwung. Und da wollte ich euch einmal zeigen, wenn ihr da nachher Übung drin habt und wenn ihr so einen Schwung gefunden habt, dann kommt das von alleine, dass ihr da einfach irgendwie so einen schicken Schisslerweng irgendwo mit dran malt und so. Irgendwann flutscht es halt. So, und das war hier mein Mini-Tutorial zu dieser einfachen Handlettering-Schrift. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal, ob das irgendwie zu verstehen war und ob ihr was damit anfangen konntet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schreiben und bis demnächst. Tschüss!